Ja, hi, liebe Freunde. Ich bin mal wieder in Berlin. Ich war ja vom bei Curry und Chili bin ich wieder. Und heute machen wir die 6 und die 7. Also schon next level. Meine Frau hat gerade schon probiert. Und hatte gleich große Feuer, Fackeln. Feuerfackeln auf der Zunge. So, jetzt fange ich heute mit der 6 an. Wahrscheinlich werde ich gleich auch weinen. Aber wir wollen es ja mal probieren. Ja. Du hättest die 6 probieren sollen, nicht die 7. Hättest du mir früher sagen sollen, was ist. Also ich würde sagen, das kommt so ungefähr hin mit meiner Soße, also die ich zu Hause habe. Die rote? Genau. Okay. Also die Blackout-Soße. So einen nehme ich noch. Ja. Da wird es aber schon kritisch, ne? Also es ist schon scharf. Also ohne ist die nicht. Also das sind natürlich diese scheiß Westen hier. Komm Junge, ist doch nichts für dich. Also. Ja, probier mal die andere. Die ist geil. Also die 6 ist. Also ich will nicht wissen, wie jetzt die 7 ist. Aber die 6 ist gerade noch so, dass ich nicht gleich sofort zur Flasche greife. Also meine. Das meine ich jetzt auch gar nicht. Meine Lippen brennen immer noch. Echt? Ja. Du hättest die 6 probieren sollen. Ich hätte die 6 probieren sollen. Mach mal eben schnell. Nimm mal den. Wisch mal ab. Probier mal von dem Gelben. Genau. Naja, von dem Gelben. Probier das mal, genau. Und wie ist es? Besser? Ja. Oder genauso schlimm? Nee, da, ja. So, dann probieren wir jetzt mal die 7. Das ist die 7 hier. Zeig mal. Zeig mal drauf. Wenn ich gleich umfalle, dann weißt du Bescheid. Ich habe zumindest die Flasche bereit. Hier war noch nicht viel dran, glaube ich. Also, vielleicht war es auch ein bisschen sparsam damit. Aber so schlimm ist sie gar nicht. Also sie brennt auch, aber... Der kommt von hinten. Mhm. Aber es geht eigentlich. Also, ich hätte gedacht, ich falle. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Regnet's? Oder? Und da kommt auch gleich was. Scheiße, echt jetzt? Es sieht danach aus. Ich finde die 7 ist in Ordnung. Also. Probier nochmal die 6. Also ich finde, die 6 ist irgendwie härter, finde ich sogar. Vielleicht habe ich auch zu wenig Soße drauf gekriegt auf die 7. Warte mal. Hier ist eine 6 zum Beispiel, da ist ganz viel drauf. Boah. Oh, da war viel drauf. Oh, das brennt. Ja. Aber geht. Also, wenn das hier die Soße ist, probiere ich nochmal die 7. Also, jetzt habe ich mehr. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Das geht aber immer noch. Also das finde ich weniger schlimm. Hier sind die scheiß Wespen leider. Das finde ich weniger schlimm als die scharfen Nudeln, die ich mal gegessen habe, diese koreanischen. Mhm. Also jetzt fängt aber gleich der Mund an zu brennen, so ein bisschen. Aber ich finde, die koreanischen sind irgendwie ekelhafter. Okay. Die brennen anders. Gut. Kann aber auch daran liegen, dass die Soße hier dicker ist. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Weil jetzt brennt es langsam hier im Mund. Jetzt merke ich so lange, die Zunge wird ein bisschen taub. Oha.
Also ich muss ehrlich sagen, eine 8 würde ich mir echt überlegen, ob ich mir die noch. Vielleicht würde ich die noch schaffen. Also eine 8 wäre wirklich die Grenze, glaube ich. So für mich persönlich. Mhm. Jetzt merke ich ihn nur. Aber war nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Ja, das soll es gewesen sein. Zeig mal die 6 und die 7. So, die 7 ist das hier. Der hier. Mhm. Und die 6 ist der hier. Alles klar. Gut, das soll es gewesen sein aus Berlin. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht nehme ich irgendwann mal die 8. Aber heute nicht mehr. Ciao.